Dann hallo und herzlich willkommen zu unserer Pressekonferenz vom Auswärtsspiel bei Eintracht Braunschweig. Anstoß ist am Sonntag, den 7. Mai um 13.30 Uhr. Neben mir darf ich unseren Cheftrainer Gerhard Kleppinger begrüßen, der uns auf den aktuellsten Stand bringt, was den Personalstand und die Trainingswoche angeht. Kleppo, bitteschön. Ja, schönen guten Tag. Hallo, vom Personal ist es so, dass bis auf Dennis Dickmeier alle an Bord sind oder Mannschaftstraining waren. Allerdings für Framberger kommt eine Nominierung noch zu früh. Da können wir frühestens nächste Woche mitrechnen. Die Trainingswoche an sich ist gut abgelaufen. Wir haben keine Verletzten dazu bekommen. Wir haben zielstrebig trainiert und ordentlich trainiert. Und wir fahren jetzt nach Braunschweig und treffen dort auf eine sehr, sehr starke Mannschaft, die zu Hause 21 Punkte geholt hat. Und von ihren 32 Punkten haben sie 21 zu Hause geholt. Das ist schon eine Hausnummer und wir wissen, was auf uns zukommt. Aber wir müssen halt auch unseren Flow mitnehmen. Durch die zwei Siege ist eine Unentschieden, die 7 Punkte. Und dann denke ich mir, dass wir auch gut gewappnet und gut ausgerichtet in Braunschweig auftreten können. Danke, Kleppo. Dann kommen wir jetzt zu den Fragen. Marco Büsselmann, Headline 24, macht den Anfang. Wie schwerwiegend ist denn die Verletzung von Dennis Dickmeier? Das zieht sich ja jetzt schon Wochen hin. Ja, er ist heute noch im MRT drin und zur Nachuntersuchung. Er ist also am Laufen und wenn er linear läuft, sind keine Probleme drin. Bloß wenn er Abbruchbewegungen macht, hat er noch leichte Schmerzen. Und wir hoffen, dass er auch dann vielleicht Mitte, Ende der nächsten Woche auch ins Mannschaftstraining wieder einsteigen kann. Gibt es weitere Fragen? Dann Klaus Weber für die Rhein-Neckar Zeitung. Herr Kleppinger, wie ist denn die Stimmung im Team jetzt nach 7 Punkten in Folge? Wie nehmen Sie das wahr? Wie gut ist die Mannschaft drauf? Ja, die Stimmung ist gut, die ist eigentlich sehr gut. Allerdings, man muss auch dazu sagen, man muss es immer gut handeln. Wir haben 25 Feldspieler. Wenn du praktisch jetzt mal 10 gegen 10 spielst oder 11 gegen 11 mit Torwart, dann gucken schon mal 5, müssen immer zugucken oder die musst immer wieder zufüttern. Von daher ist es schon ein bisschen problematisch. Aber jeder zieht momentan sehr, sehr gut mit und man weiß ja auch selbst, das beste Teambuilding sind praktisch Siege. Marco Büsselmann. Jetzt könnte man auch im Idealfall Rang 18 verlassen. Wie wichtig wäre das auch psychologisch für die Mannschaft, dass man dann nicht mehr Letzter wäre? Ja, ist natürlich sehr wichtig, klar. Aber ich mache mir eigentlich jetzt keinen Kopf darüber, über die Tabelle. Ich weiß, dass wir Letzter sind, aber ich weiß gar nicht richtig, wie es davor aussieht. Wir gucken nur von Spiel zu Spiel und wir wollen da erfolgreich, wollen da bestehen in Braunschweig. Es wird eine schwierige Aufgabe, eine lösbare Aufgabe auch. Und natürlich, mit dem Sieg sind wir dann erstmal vom letzten Platz weg, aber noch lange nicht am Ziel. Marco? Michael Schiele kennen Sie ja noch aus seiner kurzen Zeit hier in Sandhausen. Kann es ein Vorteil sein, dass man ungefähr weiß, wie er tickt? Ach nee, glaube ich nicht. Wir sind jetzt auch zu weit auseinander. Ich glaube, es ist ja auch schon anderthalb Jahre her, anderthalb, so etwa, oder 2 Jahre. Und von daher ist die Zeitspanne doch zu groß. Klaus Weber hat noch eine Frage. Gibt es von Ihrer Seite noch vielleicht eine Anekdote aus der Zeit mit Michael Schiele? Haben Sie damals viel mit ihm zu tun gehabt oder ging das irgendwo auch, Sie sind ja dann, glaube ich, ins Scouting gegangen. Ja. Hat man da gar keine Berührungspunkte gehabt? Nein, ich habe mit Michael überhaupt keine Berührungspunkte. Kemal Ademi hat jetzt unter Ihrer Leitung immer in der Startelf gestanden. Wie bewerten Sie seine Entwicklung und wie wichtig kann er noch werden jetzt im Saisonendspurt? Ja, der Kemal hat ein bisschen drunter gelitten gehabt, dass er nicht, 100% fit war. Aber er hat riesige Veranlagung, hat ein gutes Tempo, gutes Kopfballspiel und ist ein positiver Typ. Und
Er kann noch sehr wertvoll für uns werden. Und die anderen hinten dran, die müssen halt auch den Druck auf ihm hochhalten. Ich denke, das ist sehr wichtig, dass die Konkurrenz auch da ist. Er kann sich nicht so sicher sein, weil hinten dran die Jungs arbeiten auch sehr, sehr gut und könnten auch jederzeit da ins Feuer geschmissen werden. Sie haben jetzt auf eine erste Elf im Grunde genommen gesetzt. Wird es da auch keine größeren Veränderungen geben? Also bewusst auch, dass man sagt, die Spieler, die jetzt zuletzt gespielt haben, die sollen auch das Gefühl haben, dass sie da gesetzt sind? Ja, im Grunde genommen ist es so, dass wir, ich sag mal, wenn wir erfolgreich sind, muss der nicht so einen ganz großen Kopf machen. Da kannst du an ein, zwei Stellschrauben mal drehen. Es könnte auch sein, dass der Abu wieder ins Team reinrutscht. Der ein oder andere ist da auch noch ein Kandidat dafür. Aber wichtig ist, dass man so ein Gro jetzt erstmal hat. Und wenn der Erfolg da ist, und dann stellt sich die Mannschaft manchmal von alleine auf. Gibt es weitere Fragen? Dann warten wir noch kurz auf Klaus Weber. Ja, sie hat jetzt in allen drei Spielen bisher Erfolg. Auf was ist das zurückzuführen? Welchen Stellschrauben, wenn man bei dem Begriff bleiben wollen, haben Sie gedreht? Was ist jetzt anders, als es zuvor war? Was denken Sie, was sind die Hauptgründe? Ja, ich glaube, ganz wichtig war halt auch der erste Dreier da in Magdeburg. Ich habe es vorhin schon mal angeführt. Für Teambildungsmaßnahmen ist nichts Besseres, als Siege einzufahren. Und dann haben wir gegen sehr starken Gegner wie Paderborn nochmal nachlegen können. Mit dem Punkt zwar nur, aber 0-2 aufgeholt und konnten da jetzt noch einen draufsetzen mit Regensburg. Und das gibt einer Mannschaft natürlich auch Selbstvertrauen. Die Mannschaft weiß ja auch, dass sie gut ist, dass sie kicken können. Wir waren halt alles in so einem Negativ-Flow drin gewesen. Das eine oder andere Spiel, wo wir vorher verloren hatten, hätte man nicht unbedingt auch verlieren müssen. Da hätte es mit ein bisschen Glück auch ein Punkt drin gewesen oder auch ein Sieg. Aber jetzt sind wir da gut reingerutscht in diesen Flow. Und die Mannschaft bestätigt jetzt momentan, was sie auch eigentlich kann. Sie ist charakterlich gut, sie ist auch fußballerisch gut. Und gut, das kommt jetzt so ein bisschen alles zum Tragen. Marco, bitte. Für Braunschweig geht es ja auch noch um den Klassenerhalt. Was erwarten Sie da allgemein für ein Spiel? Auf was für ein Spiel muss man sich da einstellen? Ja, ich glaube, dass es ein kampfbetontes Spiel wird. Und wird um jeden Meter da oben gekämpft. Und wir müssen so zur Wehr gehen, wie wir es die ganze Zeit gemacht haben. Beherzen die Zweikämpfe gehen. Aber auch darüber hinaus nicht das Fußballspielen vergessen, dass wir gute Ballzirkulation haben. Dass man den Gegner auch ein bisschen zum Laufen bringt, und das können wir. Und man muss sehen, dass man gut ins Spiel reinkommt, in die Partie gut reinkommt, und dann muss man sehen, wie sich es entwickelt. Aber es wird auf alle Fälle ein hart umkämpftes Spiel, denke ich mir. Ich glaube auch, dass das Stadion relativ gut besucht sein wird, wie das in Braunschweig immer der Fall ist. Sie haben so ein traditionell gutes Publikum, und darauf müssen wir uns halt einrichten. Haben Sie besondere Erinnerungen oder besondere Beziehungen zu Braunschweig? Gab es da vielleicht mal eine Anekdote? Na, ich weiß bloß noch, als ich in Hannover gespielt habe, das war auch Hannover-Braunschweig, das war so ein Hass-Derby gewesen, das weiß ich noch, kann ich noch gut daran erinnern. Aber ansonsten habe ich da jetzt keine großen Verbindungen zu Braunschweig. Wie ging es damals dafür aus Hannover-Braunschweig? Ja, positiv für Sie? Oder, positiv, Sie, ja. Ja, ja. Ja. Ja, ja, klar, positiv. Kann man noch ein bisschen näher was zu Braunschweig sagen, zu den einzelnen Teilen, zu Spielern, wo man besonders drauf aufmacht? Ja, gut, sie haben mit Behrens guten Abwehrspieler, sie haben vorne Uccia, der, glaube ich, erfolgreichste Torjäger ist, haben mit Perai einen sehr, sehr interessanten Spieler. Also sie sind schon bestückt mit guten Einzelspielern. Gibt es weitere Fragen? Dann nochmal Klaus Weber. Ja, ich würde nochmal nachfragen, gibt es was Neues bei Ihnen in der Zukunftsplanung schon? Nee, Meinungsfindung. Nee. Alles möglich. Alles.
Dann sehe ich keine weiteren Fragen mehr. Ich darf noch auf unser Fanradio, den Hartwald Hörfunk, hinweisen, präsentiert von Kurpfalz Erleben. Hartwald Hörfunk ist 10 Minuten vor Spielbeginn auf Sendung. Einschalten und dann freuen wir uns auf Sonntag. Danke.